bin Christine und bin 25 Jahre alt. Ich habe die Diagnose Blutkrebs zweimal bekommen. Beim ersten Mal konnte zwar meine Cousine für mich Knochenmark spenden, allerdings war ich beim zweiten Mal trotzdem auf einen Fremdspender angewiesen. Meine erste Diagnose habe ich bekommen, als ich 17 war, einen Monat vor meinem 18. Geburtstag. Ich konnte in dem Moment mit der Diagnose gar nichts anfangen. Also klar, man hört Blutkrebs und denkt, wahrscheinlich ist das jetzt nicht die beste Diagnose. Aber man selbst weiß in dem Moment gar nicht, was auf einen zukommt und was einen überhaupt in so einer Therapie überhaupt erwartet. Und die Ärzte haben mir gesagt, ja, es kann sein, dass du jetzt 1 bis 2 Jahre erstmal hier auf Station bleiben musst. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, was ist mit meinen Plänen, weil ich einfach noch so viel vorhatte. Das war ganz schwierig, weil man einfach das Gefühl hat, dass sich die Welt draußen weiterdreht und die eigene Welt irgendwie so ein bisschen stehen bleibt. Gerade weil meine ganzen Klassenkameraden das Abi weitergemacht haben und ich dann quasi im Krankenhaus saß und einfach nur gewartet habe, dass ich da irgendwann wieder rauskomme. Aber glücklicherweise habe ich eine Spenderin gefunden. Für mich war es auf jeden Fall wichtig, meinen Lebensretter dort auch kennenzulernen. Aber sie hat es gar nicht so gesehen. Also sie hat gemeint, ja, ist doch keine große Sache. Aber dank ihr habe ich mein Leben zurück. Jetzt kann ich so viele Pläne machen, wie ich möchte. Werde Stammzellspender. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt auf dkms.de.